gegen Homburg. In der ersten Hälfte hatten die Homburger wirklich hier so im hellblau-grün spielen solche Szenen wie hier mit dieser Chance von Marmon. Und der Trainer Tomale hatte nichts Gutes geahnt. Und wie es dann immer kommt, man drängt und plötzlich steht es 1:0 für den Gegner. Und die Homburger lagen 0:1 zurück. Hier noch einmal diese Szene, die 1:0-Führung kurz vor der Pause für die Meppener. Und erst kurz vor Schluss, 10 Minuten vor Schluss war es, da schafften die Homburger dann den Ausgleich. Ein herrlicher Treffer von Thorsten Lahm, dem Amateur, so muss man es machen. Es stand 1:1 für die Homburger, kommt nun am nächsten Freitag.